Ja, hallo, grüß euch. Heute geht es um den hydraulischen Fellheber. Und zwar den wir hier sehen. Der hat eine Hubkraft von 30 Tonnen und ist genau für Baumfällungen gemacht. Am Schluss gibt es dann noch ein paar Punkte, auf die man achten soll, damit das Ganze nicht schief geht. Damit sich der Zylinder nicht zu stark ins Holz einpresst, gibt es diese Adapterplatte, mit der die Auflagefläche vergrößert wird. Im ersten Schritt wird natürlich wie immer der Fellkeil rausgeschnitten. Ich tue mir ein bisschen leichter, wenn ich das Ganze zuerst am Baum ein bisschen anzeichne, bevor ich wirklich zum Schneiden beginne. Da geht's jetzt schon los. Der Keil für den Fellheber wird aus dem Stock rausgeschnitten. Wenn der Fellheber eingesetzt ist, dann wird er mal ein bisschen Druck drauf geben und dann kann man mit dem Fellschnitt weitermachen. Ich arbeite dann am Fellschnitt und erhöhe gleichzeitig mit dem hydraulischen Fellheber permanent den Druck. Ja, und da liegt er dann auch schon. Stammdurchmesser ist in etwa 1 Meter. Hier jetzt noch einmal im Detail der Keil, der rausgeschnitten wird, damit der Fellheber eingesetzt werden kann. Also zwei Sachen sind da jetzt ganz entscheidend. Diese Grundfläche darf nicht nach außen hängen. Es ist sogar ein bisschen vorteilhaft, wenn sie leicht nach innen hängt. Das hat den Grund, dass der Fellheber sonst rausrutscht, wenn man ordentlich Druck drauf gibt. Der senkrechte Schnitt darf wirklich nur bis zur Grundfläche gehen. Wenn der Schnitt zu weit nach unten geht, dann kann es passieren, dass das Holz nachgibt, wenn man ordentlich Druck drauf gibt. Grundsätzlich, eh logisch, ich sag's aber trotzdem, die Bruchleiste muss auf jeden Fall ausreichend dimensioniert sein. Wenn man da mit einem hydraulischen Fellheber mit 30 Tonnen aufhebt, dann darf die Bruchleiste auf gar keinen Fall abreißen. Tja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!